Ein sehr kompaktes Fahrzeug. Es ist Länge 1 Ford Transit Custom. Hier steht er. Und er ist innen so edel, das kann man zumindest schon mal sagen. Er hat Solar auf dem Dach mit drauf. Das sieht man hier auch direkt. Es ist ein SCA-Aufstelldach mit dabei, mit einer großen Solarfläche, mit einer Dreier-Sitzbank, lieber Alex. Hi. Hi Sven, grüß dich. Ja, wir drehen Anfang Februar 2022 und hier steht er. Er wird verfügbar sein Mitte des Jahres, wird er kommen? Genau, korrekt. Also wir haben verschiedene Fahrzeuge im Vorlauf, diverse Farben und so weiter. Und ja, Mitte des Jahres, Juli, August. So, eine große Thule mit dabei, mit Beleuchtung. Vorne könnt ihr auch mal sehen, wie schön das alles gemacht ist hier. Das Ganze wird in Deutschland ausgebaut? Genau, das Fahrzeug ist von Mobiltech, nennt sich Viala. Und der wird in Bingen ausgebaut. Mal auffinden bitte. Da können wir mal ein paar Details sehen. Dabei ist nämlich eine sehr aufwendig gefertigte Sitzbank mit dabei. Also da kommt der Tisch rein? Genau, hier hinten kommt der Tisch rein. Der steht jetzt hier rechts daneben. Das ist auch der Tisch, der vorne dann sozusagen in den Innenraum kommt, da die Möglichkeit für Innen und Außen zu nutzen. So, die Sitzbank sitzt auf Airline-Schienen. Da vorne haben wir schon gesehen, da ist der Wassertank. Linke Seite. Nein. Nein? Hier ist es Wassertank, also Frisch- und Abwassertank, jeweils 40 Liter, die sind unter Flur auf der rechten Seite verbaut. Das hier ist Gasflasche. Genau, hier hinten kommt, hat man direkt einen Zugang, um die Gasflasche auf und zu drehen. Ein schönes Ding hier ist, da schiebe ich gerade mal nach vorne. Ah, ich verstehe, das heißt, wenn die Sitzbank jetzt montiert ist, genau, damit kann du ich hier den daneben auf zumachen musst, kannst du hinten reinpacken. Ein Riesenvorteil hier, wir bauen auf einer, wir brauchen keine 2,7 Kilo, sondern wir können eine 5 Kilo hier reinstellen. Okay, eine große, die ist ja nur zum Kochen. Fahrzeug steht auch auf Dieselheizung? Fahrzeug steht mit einer Dieselheizung, die ist auch unter Flur verbaut, also sie ist nicht im Innenraum verbaut, sondern unterm Fahrzeug auf der Fahrerseite. Das Ganze hier in einer Hochglanz, hellen Optik mit Slider-Schränken. Das heißt, die nehmen sehr wenig Platz weg. Auch also hier haben wir einen richtigen Schrank noch und eins weiter vorne. Das sehen wir dann wahrscheinlich ein bisschen besser. Von vorne haben wir so einen Schrank mit einem Rollo, damit es egal ist, wo meine Rücksitzbank steht. Ich komme halt immer an den Schrank. Ja, es ist eine Manufaktur, die das Ganze macht. Direkt mit Verdunklungssystem integriert. Die ist auch hier extra eingebaut worden. Genau. Ist auch blickdicht, das heißt auf der anderen Seite schwarz. Isoliert auch, sowas hatte ich mal, da ist so die Strahlungskälte, die hält die wirklich ab? Ja, also wir haben ein Fahrzeug, was vom Grundfahrzeug her nicht gedämmt ist. Wir haben zwar hier überall Überzug und sowas, was geräuschdämmend ist, minimal und auch sicherlich minimal, was die Wärme angeht, aber richtig wärmegedämmt ist er nicht. Trotzdem, da ist dabei ja eine große Webasto, nehme ich an, die hat so viel Power. Wir haben eine 2 kW Webasto-Standheizung, hier nehmen wir noch einen Außenduschenanschluss. Gut, Außendusche. Hier vorne hast du so eine Box mit drin. Genau, die Box verschiebt sich hier mit der Rücksitzbank. Also sie ist fest mit der Rücksitzbank. Und du kannst die Bank von vorne und von hinten kannst du bewegen. Ja. Zieh sie mal ganz zurück. Jetzt, vorne nicht arretiert. Normal arretiert man die logischerweise. Und okay, verstehe. So, das wäre jetzt das Maximale hinten. Dann gehen wir mal kurz, schauen uns mal den ganz kleines Stück nach vorne. Raum mal an. Ja, was direkt auffällt ist, vom Dekor, von der Verarbeitung sehr edel. Genau, also wir haben auch unheimlich viele LED-Leuchten verbaut unter der Spüle, das Ambiente-Licht in der Spüle, oben im Aufstelldach, hier seitlich nochmal, ist auch alles mit kleinen Leuchten und die Markise. Ist alles über das Touch-Display nebenzusteuern. Der Boden, ihr könnt das jetzt nicht so sehen, der fängt an zu glitzern im Licht. Ja, das ist eine, also ist eine dunkle Bambus-Optik, aber die hat so einen leichten Schimmer, ja. Das kommt nicht rüber in der Kamera. Das ist ziemlich cool. Auch hier die Sitzbank, die ist nochmal verkleidet auf der Seite. Die kann man auch umbauen zum Bett. Das können wir gleich mal sehen. Die Stufe ist dabei? Also hier ist es so, dass wir das Grundfahrzeug bestellen und lassen es dann von Mobiltech umbauen. Wir sind also ziemlich individuell, was das eigentliche Grundauto angeht. Serienmäßig wäre die Stufe nicht, aber natürlich kein Problem, sie zu bekommen. Das ist eine Ford-Stufe? Das ist eine Ford-Stufe, ja. Also wenn man da sagt, okay, die ist mir zu klein, ich hätte gerne elektrische oder, können wir alles machen. Die Sitze sind beide drehbar, wir haben es schon mal gemacht. Auch hier vorne Cockpit und so weiter. Ihr könnt das Auto so bestellen, wie der Kunde es haben möchte. Ja, so, was die Preisliste halt von Ford hergibt.
Aber wir sind an keine großen Pakete gebunden, die jetzt irgendwie der Umbauhersteller haben will oder wie auch immer. Also das ist das, was die Preisliste von Ford hergibt. So, alles ist hier mit Filz verkleidet. Genau. Also wir sind an der Seite. Oben, das ist ein SCA-Dach, ist normalerweise hier, so sieht man das GFK. In dem Fall hier ist es verkleidet. Die Seiten sind verkleidet. Wir haben hinten rechts und links Lautsprecher, die sind nicht Standard. Das heißt, also die sind in dem Paket hier schon Standard, aber die sind eigentlich in dem Grundfahrzeug nicht unbedingt Standard. Das heißt, man hat auch hinten in der zweiten Sitzreihe noch ein gewisses Soundfeeling. Ja. Gut, hinten auch Verdunkungssysteme sind eingebaut. Dann die Sitzbank, die lässt sich zum Bett umbauen, wenn du mir das mal kurz zeigst. Also, die würde dann um ein Stück nach vorne stehen, damit wir auch hinten das nutzen können. Das geht relativ schnell. Und zwar einmal so. Hier ist es so, jetzt würde man den Kühlschrank nicht aufkriegen. Das heißt, es ist wirklich so gedacht, Ticken dass vor. Wir das so umbauen können. Wir kriegen also dann die Heckklappe noch zu und wir können den Kühlschrank nutzen. So, awesome. Und wir haben jetzt hier einen Meter, was die Sitzbank angeht und erweitern das hier neben und dann sind wir auf ungefähr 1,30 Meter und die Länge ist 1,90 Meter. Gut, und das ist ja nur das erste Bett. Das heißt, das könnte das Notbett sein, wenn ich jetzt in der Innenstadt stehe, will das Aufstelldach nicht rausfahren. Genau. Es ist vielleicht Winter, es ist einfach zu kalt. Richtig, dann das geht einfach, kann man das hier nutzen. Ansonsten hätten wir eine Stufe höher noch eins. Ach, die haben sogar in dem SCA-Dach Lampen eingebaut. Genau, richtig. Das ist ja cool. Damit es nicht so dunkel ist, das ist mir nämlich eben schon aufgefallen. Also wir haben... Hier neben verschiedene Geschichten, wo wir die Leuchten an- und ausmachen können, beziehungsweise hier ein Touch-Display, auch Ambiente-Licht und so weiter. Wie ist mein Füllstand von den Wassertanks? Was geht hier gerade an Strom rein? Was geht raus? Infodisplay, Pumpe, wie auch immer. Ja, da unten ist die Standheizung, die Webasto in dem Fall drin. Genau. Da hast du noch 12 Volt. Dann lauter Oberschränke, das ist auch nicht üblich, oder? Nein, also der ein oder andere Hersteller hat die Oberschränke zum Beispiel gar nicht drin. Klar kann man hier sagen, kann beim Kochen ein bisschen stören, wobei man auch wiederum sagen muss, ich werde hier nicht unbedingt jeden Abend mein 6-Gänge-Menü kochen und in der Fall, denke ich mal, nimmt man lieber ein bisschen Stauraum mit und verzichtet dann. Echt, du willst nicht jeden Abend ein 6-Gänge-Menü? Also man sollte ja vielleicht die Frau auch ausführen, aber es ist ganz praktisch, wenn man es hat, denn viele stehen ja frei. Ja. Das heißt, die wollen einfach mal einen Tee machen, ja, oder... Gut. Ich sag mal, wir haben ja die Möglichkeit, Spüle, Herd, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, also der Abwassertank, wo die Spüle reinläuft, fast 40 Liter, ist Unterfloh verbaut. Frischwassertank, fast auch 40 Liter, ist auch Unterfloh verbaut. Ansonsten haben wir halt klassisch viele Schränke, Stauraum. Was hier ein schönes Gimmick ist, wir haben einfach einen Apothekerschrank. Ja. Es ist einfach nochmal, um ein bisschen den Raum auszunutzen. Ist ganz goldig. Es ist ein Geheimfach, aber ich habe es jetzt verraten. Ja, genau. Ja, aber wenn du es nicht weißt... Wenn du es nicht weißt, kriegst du es erstmal nicht auf, das ist richtig. Unten drunter haben wir unseren Kühlschrank. Ein Dometic-Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierfach auch dabei. Fast 40 Liter. Oder 39, aber... Ich wollte gerade sagen, das hier ist das 40-Liter-Auto. 40 Liter Abwasser, 40 ja, genau. Liter Frischwasser. Also, das ist einfach zu merken, richtig. 40 Liter Kühlschrank. Ja. Der Ponta Potti würde ja auch, oder beziehungsweise ist eine Dometic 972, die würde hier unten in den Schrank passen. Klar, der muss raus, aber generell würde die dann dementsprechend hier unten reinpassen. Und ein Schrank weiter drüben, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Doch, kommen wir. Das heißt, der Kühlschrank hat hier also eine Kompressorkühlbox oder Kühlschrank. Der Kompressor ist weggebaut worden, damit man da drüben halt einfach ein bisschen mehr Platz hat. Und dann haben wir hier auch wieder einen EBL-Block, wo die ganze Elektronik drüber läuft. Booster? Nein. Wer hat kein Booster? Also kann man nachhausen. Booster hat er nicht. Booster könnte er bekommen. Es würde lange dauern, aber die Batterien würden echt voll werden. Aber da reden wir halt wirklich, weil einfach irgendwann nicht mehr genug Ladestrom reinkommt. Kann man ja mal sagen, so 80-85% ungefähr wird die Zusatzbatterie voll, danach schleppend. Gut, aber Ladebooster wäre nachrüstbar. Das könnt ihr hier machen, oder? Ja, also Ladebooster ist absolut kein Thema. Man hat auch noch genug Platz unterm Beifahrersitz. Also unterm Beifahrersitz ist hier die Batterie verbaut. Sag mal. In dem Fall, achso, man sieht sie nicht, In dem Fall hier ist es eine Lithium-Batterie ab Werk. Also der Mobiltec
kann man wählen, dass man eine Lithium-Batterie direkt drin haben möchte. Und man hätte so viel Platz, dass man auch einen Ladebooster verbauen könnte. Das wäre kein Thema. So, die Verdunklungen für vorne sind dabei? Genau, also vorne die Tasche hier, das ist die, Thermo. Das ist die Thermoisolierung für die Front und für die Seitenscheiben drin. Hinten haben wir ja die ganz normalen Vorhänge. Gut, das habe ich soweit verstanden. Leselampen hast du hier. Genau. Haben wir links und rechts. So, werden in Deutschland umgebaut. Das ist jetzt schon ein gut ausgestatteter Custom. Also der hat das große Navi, habe ich gesehen. Ja, also da muss ich jetzt sogar passen. Ich weiß nicht, ob ein Navi drin, aber doch, er wird ein Navi drin haben. Hier hat man die Möglichkeit zu sagen, Display. Ich nehme das große Display, habe Android Auto, Apple CarPlay, habe aber nicht das werkseitige Navi zum Beispiel verbaut. Okay, machen ja viele. So, da oben ein Feuermelder mit drin. Genau, Gaswarner. Gaswarner. Auch hier. Tellersystem. Richtig. Und die Liegefläche genauso wie drüben, gell? Genau, das ist 1,10 Meter auf 1,90 Meter. Auch hier wieder von Stoff zu Stoff sind wir dann knapp 1,30 Meter. Was ich cool finde, sind die Lampen. Die haben eben gefehlt bei dem anderen Ausbau. Was ja, alles sind, ein bisschen. Was hier angeht, was die Leuchten angeht, sehr, sehr schick, um einfach auch ein schönes Ambiente reinzubekommen. Die LED-Leisten, die in der Küche sind, sind sogar dimmbar. Also die kann man hier, das obere Band, das untere Band, kann man sogar nochmal in der Helligkeit verstellen. So, wenn ich jetzt hier das Dach geschlossen habe, wir simulieren das mal gerade. Das wäre jetzt das geschlossene Dach. Und jetzt drück's mal hoch, bitte. So, das wäre jetzt meine Küchenfunktion. Das könnte ich alles oben lassen und habe dann ein hochwertiges Alltagsfahrzeug mit einem gehobenen Ambiente, was sehr groß ist. Also so ein Fahrzeug ist wesentlich größer als die meisten normalen Kombis, also die du hast, die in der Klasse T6 und Co. sind. Genau, wir sind ziemlich breit, wir sind halt breiter als der ein oder andere Hersteller. Das sind nur Zentimeter, aber das ist ja enorm, wie viel mehr es ist. Ja. Merkt man natürlich hier in dem Fall. Also hier ist es auch so, zum Beispiel die Küchenzeile ist in dem Fall hier gekürzt, also was hier vorne Richtung Fahrersitz angeht. Viele bauen halt auch bis hier ran, dann kann ich den Fahrersitz auch nicht mehr so schön drehen. Und so habe ich auch genug Platz, um den Fahrersitz zu drehen, ohne dass er dann irgendwo störend ist. Ich komme hoch in das SCA-Dach, das ist auch nicht unbedingt Standard über eine Leiter. Das heißt, Mobiltech gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Leiter, wo ich nach oben steigen kann und muss nicht irgendwie über einen Fahrer- oder Beifahrersitz da hochkraxeln. So, das kannst du mir mal zeigen, die ist nämlich dabei. Dann, warte mal, ich setze mich mal da hin. Das ist unsere Sitzbank mit Isofix. Jetzt setze ich mich mal da hin, ich will mal sehen, wie bequem das ist. Straff. So, hier vorne, was haben wir hier? Ach, wir haben ja Solar auf dem Dach. Genau, da brauchen wir ja eventuell gar keinen Booster. Das heißt, ich hab eben gesehen, das ganze Dach war voller Solar. Nee, es ist nur das hintere Stück. Ja, okay. Das heißt, wir haben hier nur in Anführungszeichen 100 Watt Modul. Und wenn du jetzt vorstellst, du hast eine 100 Ampere Lithium Batterie, die leer wäre, und du hast ein 100 Watt Solar, was, sag ich mal, gerechnet irgendwo um die 7, 8 Ampere laden könnte, also rechnerisch, wird der so nie hinbekommen. Heißt, du wirst vielleicht mit 3 Ampere... Heißt aber im Sommer, wenn ich ihn stehen lasse, Batterie ist immer voll. Also im Alltagsbetrieb. Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie scheint meine Sonne da oben drauf. Ich meine, Winkel und sowas spielt ja auch immer irgendwo eine Rolle. Nee, ich meine jetzt, wenn du das Fahrzeug jetzt als normalen PKW nutzt, ja. Man campt ja vielleicht nicht immer. Gut, nee, dann hast du es so, dass du wahrscheinlich eine 80% volle Batterie vom Fahren her hättest und das Restliche lädt die Solaranlage auf. Das ist richtig. Man könnte aber auch hier sagen, man erweitert zum Beispiel, wenn das einer will, die 100 Watt Solaranlage auf, was weiß ich, 300 Watt. Wobei das dann schon wieder eigentlich irgendwo übermotorisiert ist. Gut, verstanden. Aber 100 Ampere Lithium hat ja den smarten Vorteil, dass man auch meistens 100 Ampere rauskriegt. Genau. Das ist die Leiter? Das ist die Leiter. So, zeig mal, fahr mal vor, mach mal runter jetzt. Ich bin 1,80 Meter. Ja, ich bin bei so kompakten, ich hatte ja so einen T6. Mhm. Ja, und dann kannst du einfach, das ist halt hier bequemer, weil ich mich nicht über die... Sehr bequem, ja. Ja, einfach. Das war eben, also wenn du über die Sitze steigst und du bist vielleicht noch ein bisschen behäbiger, soll man ja sein im Alter. Ich kann das unterschreiben. Ich war gestern übrigens Airtricks spielen. Das ist so mit meinem Sohn Laser Game. Kennst du ja. Ja. Wir haben zwei Einheiten gespielt. Ja, man darf in Deutschland ja als 13-Jähriger nicht mehr spielen. Als 9-Jähriger schon zweimal nicht.
Und in Frankreich sind die da ein bisschen lockerer. Ist so. Und ich muss sagen, in einer halben Stunde habe ich es gemerkt. Ja, es ist so. Nee, cooles Fahrzeug. Also, es sieht richtig edel aus. Wenn ich jetzt hier mal so reinhalte. Was sagen denn die Leute? Du hast noch nicht so lange, oder? Also MTC oder Mobiltech baut das Fahrzeug auch seit letztem Jahr. Wir haben dann einfach, um zu sagen, man nimmt noch was Edles dazu, auch mit Mobiltech einen Vertrag geschlossen. Und die Fahrzeuge, die man so verkauft, also es ist einfach diese Geschichte, wo man sagt, okay, ich will was Edles. Das Auto wird man sicherlich nicht einfach nur kaufen, wenn man es zum Campen braucht. Das heißt, das nutzt man im Alltag. Ja. Und die sind alle begeistert. Es ist die Fahrzeuge, also wir kriegen jetzt noch vereinzelt Fahrzeuge im Frühjahr und dann erst wieder einen richtigen Schub Richtung August rum. Ich habe ja gesehen, auf der Messe in Bern hat ja, die haben irgendwie für den Schweizer Markt noch so ein silbernes Fahrzeug rausgebracht. Das war vielen zu kühl. Vielleicht hast du es gesehen. Nugget, genau. Ja, weil der Innenraum, ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Das war nicht dieses klassische Weiß-Creme-Farben, sondern Silber. Silber-Metall, gebürstet, poliert, Alu. Gebürstet, genau, richtig. Ja, genau. Und das ist hier natürlich alles ein bisschen wohnlicher. Das hier ist so Yacht-Style, so ein bisschen. Du hast also eine ganz. Genau, wenn du nochmal hochfährst, dann merkt man auch mal, wie stark das jetzt zunimmt, der Platz. Und mal gerade die Fenster mal alle aufmachst. Mal gerade sehen, das mit dem Thema, weil es jetzt alles so dunkel, man öffnet ja dann, wenn man angekommen ist, so habe ich es immer gemacht, direkt mal alle Fenster, schafft seinen Wohnraum, dadurch wird es schön hell. Rechte Seite ist eine Folie. So, und jetzt habe ich Platz. Setz dich mal hin bitte, auf der anderen Seite, dann kann ich mich mal reinfilmen. Jetzt bin ich ganz zurück, ja, ich bin ganz zurück. Du bist ganz zurück, genau. Es ist irre viel Raum hier drin. Schon echt viel. Und generell wäre es jetzt auch so, wir hätten, kannst du gerade kurz sitzen bleiben, Moment. Die Leiter kann man sogar stehen lassen, jetzt kommt der Tisch noch rein. Das ist hier die Variante. Oh, mit dem Tisch. Guck mal, jetzt fällt die Hälfte auseinander. Also, das wäre hier die Variante mit dem Tisch. Ja. Mobiltech hat hier ganz klar gesagt, man macht das halt so, weil man schnell und flexibel ist. Ist okay, man kann den Tisch mit nach draußen nehmen und er wird dann hinter dir sozusagen verstaut. Und der Tisch, der kommt ja hinten hinter den Sitz drin. Genau. Ich muss ehrlich sagen, meistens würde ich den Tisch gar nicht montieren, weil wenn ich unterwegs bin und so weiter, das Leben findet ja draußen statt, genau, im Sommer. Das ist richtig. Ja. Also man wird eher draußen sitzen als drin. Klar, dass, wenn schlechtes Wetter ist oder sowas, geht man natürlich rein, aber ansonsten, wenn man Urlaub macht und macht es im Sommer, wird man überwiegend draußen sitzen. Also ein tolles Fahrzeug, wenn ich zum Beispiel auf dem Campingplatz stehe, habe alles dabei, habe aber trotzdem eine Außendusche, das heißt, freistehen würde auch gehen? Genau, also klar, wie gesagt, jetzt in dem Fall, dass wir hier sogar eine 100 Ampere Lithium-Batterie drin haben, ist freistehen gar kein Thema, da haben wir mehr als genug Saft. Man kann die auch erweitern, also wenn einer sagt, hey, 100 Ampere Stunden ist schön, aber ich brauche 300, dann doch, 300 würden wir noch reinkriegen. Dann kriegen wir vom Platz her auch 300 rein, ja. Ja. Es ist aber so, es gibt auch sogar Leute, die brauchen gar keinen Strom, wenn sie sich lieb haben. Ja. Und stehen irgendwo auf einer Wiese und freuen sich des Lebens und machen vielleicht mal eine Kerze an. Die brauchen auch keine Standheiz. Stimmt. Cool. Ja gut, im Sommer ist ja egal. Also da bist du froh, ja, wenn es schön kühl ist. Ja, wir sind in Fulda bei der Firma Sorg. Freizeitfahrzeuge, hätte ich fast gesagt. Ihr seid einer der ältesten Ford-Händler der Welt. Seit 1928 verkauft ihr Ford, genau, durchgehend. Das ist also auch eine Sensation. Ja. Immer noch in Hand der Eigentümer, Familie. Ja. Also nicht irgendwie mal veräußert. Nein. Oder irgendwas anderes. Der Standort hat zwar mal gewechselt, aber innerhalb von Fulda. Aber immer noch in dem Besitz von der Familie Sorg. Das ist so, also mit echter Tradition. Du bist schon 16? 16 Jahre. 16 Jahre dabei. Das heißt, du hast mit 10 hier angefangen? Genau, richtig. Gut, sehr schön. Was spricht denn für Sorg? Das heißt, ihr habt ein Riesenteam, ihr macht echt viele Fahrzeuge. Kriegst du denn genug Basisfahrzeuge dieses Jahr? Gut, genug ist relativ. Es wäre schön, wenn man noch mehr bekommen würde, selbstverständlich. Aber ich würde sagen, ja, wir bekommen noch genug. Mhm. Was für Sorg spricht, wir sind ein Team, was es schon lange gibt, was sich auch auf diese Geschichte hier spezialisiert hat, sprich alles in Richtung Campingfahrzeuge. Wir bieten auch unsere Fahrzeuge, sage ich mal, zum Selbstausbau an. Das heißt, wenn einer sagt, finde ich cool, so ein Dach, Küchenzeile brauche ich nicht, ich brauche keine Bank, wobei selbst mit so einer Liegefläche, das würden wir hinkriegen, dann helfen wir und unterstützen und sagen, okay, hier, du kannst bei uns einen Kastenwagen kaufen,
mit dem Aufstelldach, eventuell mit Drehsitzen und Rest baust du selber aus. Okay, das heißt zum Selbstausbau, da wäre zum Beispiel auch möglich, den Boden schon so mit der Schiene zu kriegen, dass ich das direkt benutzen kann, weil die Bank soll ja schon drin sein. Also eine Schlafbank wäre dann mit drin. Ja, beziehungsweise das, was der Kunde will. Also wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne einen Kastenwagen und brauche nur ein Aufstelldach, kriegt der einen Kastenwagen nur mit dem Aufstelldach. Wenn er sagt, ich hätte gerne nur den Beifahrersitzdreher, kriegt er nur den Beifahrersitzdreher. Wenn er sagt, ich hätte gerne einen Landstromanschluss, kriegt er einen Landstromanschluss. Und wenn also heißt, er sagt, er hätte gerne eine Rücksitzbank, kriegt er eine. Okay, Baukastensystem, man kann sich das bauen. Die Stufe finde ich übrigens klasse, denn ich habe mir das letzte Gimbal zerstört, indem ich runtergesprungen bin. Dann ist es aus der Halterung gerissen. Aber so eine Stufe, das ist nur eine kleine Stufe, aber das ist im Zweifel macht das viel aus, oder? Klar, also beim Runtergehen, finde ich, tritt man oder kann man eher mal vorbeitreten. Beim Hochgehen hilft es sehr, kommt man gut drauf. Wenn da jemand sagt, er will eine größere, kriegt er eine größere. Du bist so ehrlich. Ja, natürlich. Da kann man eher mal vorbeitreten. Was ich cool finde, ist hier die Markise mit der Beleuchtung, die mit dabei ist. Auch viele Details. Also, wird in Deutschland zusammengebaut, also in einer Manufaktur das Ganze am Rhein. In Bingen, genau. Und das sind die CO2-Werte, kommen die blenden wir noch kurz ein. Das ist WLTP. Wir haben hier einen Ford, was haben wir denn hier? Ein Custom. Genau, ein Transit Custom Kombi ist das. Motor 136 PS. Also wird Wohnmobil, aber. Zuladung, was hat der ungefähr? 500? Ja, hier in dem Fall 500 bis 550. Ja. Okay. So, und das ist die alte Norm. Ein Vorteil hier bei dem Auto, wir könnten sogar sagen, also der baut jetzt auf einen 3,2 Tonner auf. Das ist auch so der Standard, wie wir die Fahrzeuge erstmal anbieten. Man könnte hier sagen, man geht auf einen 3,4 Tonner, den gibt es auch noch, also gibt es ab Werk so. Dann hat man theoretisch ja gerechnet 200 Kilo mehr Nutzlast. Das kann man so nicht ganz sagen, weil er eine andere Hinterachse reinbekommt. Das heißt, das Auto wird vom Leergewicht ein Ticken schwerer. Bedeutet, wir haben vielleicht irgendwo um die 100 Kilo mehr Nutzlast. Und wir könnten sagen, wir lasten den auf 3,5 auf, also so, dass ich noch mit einem normalen Führerschein fahren kann und habe dann nochmal 100 Kilo mehr. Also 200 Kilo netto? Ja, 250. Luftfeder, wird das gehen? Also gibt es nicht ab Werk, aber ich sag mal, nichts ist unmöglich bei uns. Also Luftfeder würde gehen, ja. Also Hinterachse zum Beispiel? Es ist ein zusätzlicher Federbalk, also es ist jetzt nicht so, dass man die eigentliche Feder rausnimmt, sondern es ist ein zusätzlicher Federbalk, aber es würde funktionieren. Ja. Das merkst du richtig, oder? Ja, also man merkt es in dem Bereich, wo man ihn volllädt. Das heißt, wenn man ihn leer rumfährt, ist das eher hinderlich. Ja. Genau. Und sobald er voller wird und geht halt hinten in die Federn und ich kann dann mit einem Luftfederbike dagegen wirken, wird es angenehmer, ja. Das ist auch für das Thema Fahren mit so einem Fahrzeug dann nochmal stabiler. Genau. Also muss jeder dann sehen. Also es ist ein echter Transit. Das Ganze kann dann bei euch geordert werden. Wie gesagt, ihr seid einer der größten Transithändler Europas. Im Moment, also Nugget, habt ihr unglaublich viele verkauft. Wir haben eben auch noch gezeigt, ihr beliefert bundesweit unter anderem Rettungsdienste. Ihr habt ganz viele Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also kein kleiner. Könntest ja mal googeln. Seit 1928, du bist seit 16 Jahren dabei. Wärst du der Ansprechpartner für die Fahrzeuge? Genau, also wenn da jemand Fragen hat, kann er gerne auf mich zukommen. Wenn er nicht auf mich zukommen will, kann er gerne auf unsere normale Mail antworten oder beziehungsweise schreiben. Wir haben drei Kollegen, die da mithelfen oder beziehungsweise mit mir zusammen sind es drei Kollegen und dann kann man da auf jeden Fall weiterhelfen. So, und das ist die Family-Version, der da geht los bei etwas über 60, den wir jetzt gesehen haben, der hier bei. Also da kommt es jetzt darauf an, inwieweit man, weil es auch sehr modular gehalten wird, der Wagen würde theoretisch losgehen bei Anfang 40, aber da hat er kein Aufstelldach drin. Okay, das heißt, da muss man dann wirklich gucken, das ist sehr individuell, wie das hier ausgebaut wird und da muss man gucken, was man will. Das ist sauschön gemacht. Das gefällt mir direkt. Das heißt, du kannst alles rausnehmen. Du hast dann einen ganz normalen Transitkasten. Genau, also es ist ein 8-Sitzer Bus in dem Fall jetzt. Also jetzt nicht mehr. Und das sind hier drei Module, links, Mitte, rechts. Und das kann man komplett rausnehmen. Ist auch ziemlich leicht. Also das kann man auch alleine einen ausbauen. Ist kein Thema. Und könnte dann sagen, okay, ich habe hinten wieder meine Sitze rein, habe meinen 8-Sitzer Bus. So wie er jetzt ist, ist es ein 5-Sitzer, das heißt, die zweite Sitzreihe ist zwar momentan umgelegt, aber die kann man als Sitzreihe auch nutzen. Also wenn ich ihn haben möchte mit diesem Busmodul, so nenne ich es jetzt mal, mit diesem Campingmodul, dann geht das auch ohne Ausstelldach. Genau, also wir können jetzt gut, wir müssen es runter machen, dass man es simulieren kann, aber das Dach geht ja hier einfach weiter, das heißt, ich habe genug Platz, habe ein Bett, was unten 1,60 Meter breit ist und 2 Meter lang. Frischwasser-Abwassertank ist sogar dabei, wobei man hier sagen muss, der Abwassertank muss rausgenommen werden. Damit was? Da machen wir gleich mal ein eigenes Video zu. Ja, Entschuldigung. Das mal. Nee, 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 ich wollte nur ein bisschen Vorwegnahme, die Leute mal ein bisschen heiß machen. Und der geht los bei etwas über 40 ohne Ausstelldach, aber schon mit Campingausstattung, korrekt? Genau.
Ja, Alex, sag mal deinen Nachnamen. Dekarz, Alexander Dekarz. Alexander Dekarz, deine Rufnummer? Die 0661 495094. Ja, wir sind in Fulda am 7. Februar 2022. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn Sie Lust haben, du kriegst wirklich noch viele Fahrzeuge. Ruhig mal anrufen, Angebot erstellen lassen, nehmt doch Fahrzeuge in Zahlung. Das ist schon, also ein Angebot, ein Campingbus für knapp über 40 mit der Ausstattung, Module, System und allem drum und dran. Das heißt, ich muss also kein Selbstausbauer sein, sondern ich kann also das klar fertig. Also in der Ausbaustufe wählen, wie ich es gerne hätte. Genau, also wir unterstützen da ja, habe ich ja eben schon mal gesagt. Und da kommt es drauf an, was man wirklich will. Also das ist hier ist extrem modular, wenn man es so will. Ja. Danke, tschüss.